SUVs. Pull up in SUVs. Whole gang pull up in SUVs. Also, wir befinden uns jetzt schon im Osten. Man sieht, dass sich hier auch alles ein bisschen verändert, wie das so aussieht. Und diese ganzen Plattenbauten, gleich wenn wir in die Platte gehen, wo ich halt gelebt habe, seit ich 2-3 Jahre alt war, bis ich dann 12-13 war, die waren trister. Also die hatten nicht so Farbe. Cinemotion, da ist man mit der Grundschule immer Harry Potter gucken gegangen. Aber ist eigentlich auch eine krasse Erinnerung. Weil Harry Potter hat mich, ich glaube, ich werde mir irgendwann ein Harry Potter Tattoo machen. Weil Harry Potter hat mich irgendwie, ich feiere das. Also wenn ich könnte jetzt noch alle Filme noch mal gucken und ich fühle mich wieder Kind. Deswegen liebe ich den Film so. Ich muss ehrlich sagen, das ist für mich echt krass. Ich habe das lange nicht mehr gesehen, diese Straße hier. Und ey Bruder, mein Haus sieht anders aus. Niemals. In dem Block habe ich gewohnt, jetzt sieht das so lieb aus. Die haben saniert. Die haben komplett saniert, das war Bro. Damals, wo wir hier waren, war es auch noch. Das war Schrott, das ist einfach eine andere Farbe. Und hier war Nummer 26. Haben wir immer gechillt. Das ist immer noch der gleiche Steinbau. Der gleiche Stein, da haben wir gesessen. Hier bin ich immer rausgekommen, hier war ich klein. Hier bin ich zur Grundschule gelaufen. Hier bin ich Grundschule rausgelaufen. Ja komm, ey, komm mal, ich will wirklich hier durchlaufen. Und weil das hier, diese Erinnerungen, die ich jetzt hier teile, die haben überhaupt nichts mit diesem Rapper-Block und Ding und diese ganze Scheiße zu tun, von der ich mich schon in meinem Kopf seit 6 Jahren distanziert habe. Hier geht es mir gerade wirklich nur um meine Kindheit. Das ist wirklich Erinnerungen, die ich mit meiner Kindheit teile. Flashbacks. Flashbacks, weil diese Brücke, Bruderherz, das kann nicht sein. Die ist immer noch hier. Bruder, das war früher so groß. Bruder, das ist zu krass. Ich war ein kleiner Junge hier, Bro. Und guck mal, wie schön das ist. Das war genau mein Schulweg. Aber mein Vater hat bevorzugt, dass ich nicht hier laufe, sondern da vorne laufe. Weil der wollte mich immer im Blickfeld haben, weil ich war damals schon so ein kleiner Rowdy. Der wollte mich auf jeden Fall sehen immer. Guck mal, die rechte Seite ist Fritz Reuter, das war die Oberschule, da bin ich nie raufgegangen. Und ab links, die Schule ist in der Mitte geteilt. Und links ist die Grundschule. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da habe ich gewohnt. 6. Etage. Meine Herkunft blut. Stur, den Strau nur Gott. Weg voll Gott. Durch die Stadt in einem Lambo. Und hier war meine erste Wohnung, ja. Hat sich gar nichts verändert. Ich meine, man vergisst nicht, wo man herkommt und sowas, aber man vergisst gewisse Momente. Oder man verdrängt die. Und wenn man dann wieder an so einem Ort ist, dann irgendwie. Guck mal, hier, siehst du da oben das Fenster? In dieser Wohnung habe ich gewohnt. Da ganz oben. Dann bin ich da rausgeflogen, weil wir haben ja auch natürlich Sachen gemacht, die nicht so erlaubt sind. Und waren dazu noch laut und hatten ein gewisses Auftreten. Und damit waren meine Nachbarn natürlich nicht zufrieden. Und zum Glück habe ich da schon meine ersten Songs rausgehauen, so langsam. Also auch bei meinen ersten Videos und Songs hatte ich immer noch extreme Probleme mit meinem Background so ein bisschen. Und wie gesagt, bin ich hier rausgeflogen, dann haben wir so eine letzte Blockparty da mit meinen ganzen Freunden gemacht, in dieser 12 Quadratmeter Wohnung. Haben da nochmal richtig reingeschissen. Und dann hat hier mein lieber Bruder Javier, hat mir dann die erste Wohnung am Kudamm geklärt. Das war dann für mich so, oha, jetzt bin ich reich. Also ich glaube, wenn es mich nicht täuscht, der hier oder der Hof hier gegenüber von dem Nachbarhaus, da haben wir ganz damals Matador Loco gedreht. Mein drittes Video. Also es war alles in dieser Gegend. Also ich komme nicht ursprünglich aus Schöneberg. Ich bin in Hohenschönhausen, bis ich 12, 13 war groß geworden, bin dann nach Moabit gezogen und dann im jugendlichen Alter bin ich dann hierher gezogen und habe hier, glaube ich, 3 Jahre verbracht. Aber 3 sehr intensive Jahre. Ja? Mann, nigga, pull up, hell okay. Range Rover. Als ich so auf das Haus geguckt habe, und so, weil sich ja halt wirklich nichts verändert hat, ne, dachte ich mir so, das ist schon krass, was man heute alles für Eindrücke bekommt. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Ne? Also in was für einer Welt man heute lebt, was man für einen Horizont jetzt hat, was man für Gedanken auch hat, wie man die Welt jetzt sieht. Und wenn man sich erinnert, wie ich die Welt gesehen habe, als ich hier gelebt habe, ne, da war mein Horizont viel kleiner.
Ich habe von Tag zu Tag geguckt, wie ich über die Runden komme, was ich mache. Ich habe irgendwie immer irgendwie so ein Gefühl gehabt, dass ich in Gefahr bin. Ne? Weil man natürlich auch Sachen gemacht hat, die auch dich in Gefahr bringen. Und ja, der Horizont war einfach viel kleiner. Was geht ab? Alles klar? Ja, gerne, aber ihr müsst euch beeilen, wird gleich grün. Geil, passt schon auf, Bruder, jetzt, ja? Viel Spaß noch, ja? Ciao. So was zum Beispiel, ne? Das ist so krass. Damals bin ich hier gelaufen, bin hier zur Commerzbank gegangen. Hier war damals Commerzbank und habe gehofft, dass Hartz IV drauf ist. Das war genau hier. Weißt du, was ich meine? Und weil da ja schon die Zeit war, wo auch Javier und Nada, wo so langsam die Kennenlernphase, sag ich mal, so war, wo die schon gemerkt haben, was ich mache, wo die mir gesagt haben, ey, hör auf mit dem Scheiß, geh deinen geraden Weg, du machst Musik und so alles, dann hat man versucht, keine Scheiße mehr zu bauen. Und versucht's gut. Ja, genau. Und als ich dann versucht habe, keine Scheiße mehr zu bauen, hatte ich dann halt auch kein Geld. Ne? Und dann gab es so Momente, wo ich dann wirklich da stande und dachte mir, fuck, Alter. Ich habe gestern für die Jackie-Dose meinen letzten Fuffi ausgegeben. Und jetzt ist der nächste Tag, wie esse ich jetzt? Und dann, ein paar Jährchen später, hatte ich hier vorne, wo, da bin ich auch sehr dankbar, hier ein riesengroßes Plakat von mir war. Und da gibt es auch eine lustige Story. Kannst du dich erinnern? Ja. Wir sind hier mit Spotify über die Straße gelaufen, haben dann hier so ein kleines Interview gemacht, haben da geguckt, sind dann da hochgelaufen. Und dann kam meine alte Nachbarin und auf einmal höre ich eine Frau von da vorne schreien. Boah, das war mir so peinlich, während wir mit Spotify drehen. Das ist ein Krimineller! Das geht doch gar nicht so! Der hat bei mir gewohnt! Das ist der Patrick Großmann! Das ist ein Krimineller! Und sie hängen hier sein Gesicht aus. Und ich habe natürlich dann, wie ich auch immer bin, jetzt nicht mit Gegenaggression gehandelt, sondern ich war dann einfach nett, beruhigen Sie sich bitte. Man konnte sie jetzt auch nicht beruhigen. Ich hoffe halt, dass sie ihren Frieden gefunden hat, ne? Und einfach hier in dieser Gegend halt auch einfach mal sich glücklich fühlt. Aber das ist halt krass, ne? Da hat man so richtig diesen Gegensatz gesehen. Aber ich finde, in Berlin hat man immer die Wahl, ne? wie du dein Leben gestaltest. Ob du mit der Scheiße mitgehst oder ob du deine Optionen und deine Türen nutzt. Es kommt halt immer nur auf dich selber. Ich glaube, ich habe das Privileg, dass ich durch meine Musik und durch meine Power muss man mich im Ausland, muss man meine Sprache eigentlich gar nicht so verstehen, sondern die Leute gehen mit der Energie. Und dann muss ich ehrlich sagen, ist das alles sehr authentisch und naturell entstanden. Ah, was laberst du, Junge? Oh mein Gott, was laberst du? Ich hab's gesehen, ist meine Fresse. Einer von 100, würde ich sagen, erstmal, oder? Ticke, einer von 100, mein Freund. Yes, sir, man. Was geht ab, Digga? Das ist mir zu krass. Das ist echt zu krass. Ticke, was ist das denn für eine Überraschung hier? Hey, Digi! Bro, wir starten. Ab 40 Punkte. Mit 100 Stores, deutschlandweit. Da siehst du die ganze Markierung. Bis nach Flensburg kannst du Essen stellen. Und München, Nürnberg, Freiburg. Leben ist blöd, du steckst auf dich. Bin er früh, die Katze auf dich. Als ich gerade hier reingekommen bin und das erste und das finale Chicken gegessen habe. Oh mein Gott. Oh. Ja, wir hatten ja Tastings, wir hatten diese ganzen Sachen, die man so macht. Und jetzt habe ich wirklich das finale Chicken gegessen. Mit den Toppings, mit den Soßen, die wir hier alle haben. Es ist wirklich geisteskrank. Also ich bin ein Chicken-Fan und ich habe das jetzt immer nur im Ausland Chicken gegessen, weil es mir da irgendwie besser gefallen hat, weil in Deutschland so die Anbieter, die waren nicht so geil, es hat mir nicht so geschmeckt. Aber dieses Chicken ist wirklich knackig, trotzdem zart vom Fleisch her. Das Powder, was da drauf ist, die Soßen dazu, das ist wirklich, ich sag euch das, kommt, bestellt es, testet es und gebt mir einfach recht. Guck mal, will, komm von Anfang an, doch ich steh. Loco Loco Chicken Club, komm und hol dir deine Tüten ab. Kopf ist voll Scheitern, doch es geht 30 Gramm an. Guter, gib Gas in die Nacht.